Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Baby, ich liebe dich. Geeignet. Schmeckt nüssig. Ah, so nicht. Guten Morgen, guten Mittag oder auch einen beschissenen Abend. Ich hab keinen Bock, hier lange rumzulabern. Wenn ihr euch wundert, warum Büchse an meinen Mundwinkeln ist, dann fragt doch einfach Pigel Mablo. Wir hätten das auflösen sollen. Wie bitte? Leute, es wird seit langem mal wieder Zeit für eine Episode Taster Needle. Ich bin krass gespannt, was die Leute mir für einen Titel rausgesucht haben. Der Titel ist doch absolut beschiss. Wenn ihr jetzt Ideen oder Anregungen für den nächsten Titel habt, dann lasst es mich bitte unter keinen Umständen nennen. Wevin Colter ist eine von der Sorte, der sich gedacht hat, Mann, meiner Community, der gebe ich mal ein richtig heftiges Rätsel mit auf den Weg. Ich bin persönlich ein großer Liebhaber von so einem arschgeilen Kreuzworträtsel, das immer so... Wevin Colter hat sich einen neuen AMG gezogen, ein aggressives Ding, und ich muss wirklich sagen, Props gehen raus, ich gönn's dir von ganzem Herzen, Wevin. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr jetzt zu dem Zeitpunkt noch glaubt, was das für ein Auto ist. Nach stundenlanger Recherche und einem Adlerblick fürs Detail konnte ich hier nach mehrmaligem Drübergucken in der hinteren Ecke das VW-Zeichen entziffern. Das ist eines der besten Rätsel, die ich persönlich jemals gehört habe. Gucken wir kurz rein. Nice. Ah, das ist schon mal sehr erotisch. Ja, ich hatte recht. Jonas Ems, Leute, vielleicht kennt der ein oder andere ihn von euch. Er hat sein eigenes Parfüm rausgebracht. Ich werde hier jetzt gerade kein Millionär. M96D heißt das Ganze. Wir schnuppern kurz rein. Ein wirklich gut zusammengesetzter Duft. Ich persönlich trage ihn sehr, sehr oft. Passend zu dem Duft hat der Jonas hier ein Video rausgezündet. Und zwar halt das Ganze normal versus M96D. Bei einem Filmabend. Ist ein echt cooler Filmdate-Abend, oder? Das ist rein freundschaftlich. Sag mal, hallo? Hast du sie noch alle, oder was? Aber jetzt kommt nicht, wie es ist mit M96D und dann steht sie auf ihn, oder? Willst du nicht auch unter die Decke kommen? M96D, Leute! Die beste Designer-Droge, die mir seit neuestem unter die Schwelle gekommen ist. Kinder kriegen. Kinder? Was ist jetzt Kinderwoche? Yeah. Jeder das Seine. Eine eigene Welt aus dem Nirvana trifft ein. Ich wurde gerade darüber informiert, dass der Wündler eine unfassbare Überraschung bekommen hat. Ja, liebe Grüße an euch. Laura Müller, man kennt sie aus verschiedenen Zeitschriften. Wie bitte? Hat eine neue Instagram-Story hochgeladen. Seit einigen Wochen plane ich eine Überraschung für Michael, denn er wünscht sich schon monatelang etwas. Ich spreche ihn jetzt mal an. Und ich sag ihm, dass unser Briefkasten umgefahren worden ist oder so. Ich hoffe, ich krieg das gut überzeugt. Schatz, Schatz, Schatz! Unser Briefkasten wurde umgefahren. Bitte helf mir, Schatz. Steht er noch? Ja! Schatz! Schatz, nicht dein Ernst, oder? Also bedeutet das jetzt gerade, dass der Briefkasten gar nicht kaputt ist, oder was? Mein Autoschlüssel. Schatz, hör auf jetzt. Nein. Schatz, ich liebe dich so sehr. Du wolltest immer einen Pickup-Truck haben. Baby, ich liebe dich. Oh mein Gott, Schatz, ich liebe dich so sehr. Dass sie einfach kurzerhand von seinem Cash ihm einen Wagen gekauft hat, mal lange. Sie liebt den DJ. Ah, so nicht. Meine Freunde, wenn ihr euch genauso freut wie ich für die beiden, dass Micha jetzt endlich sein geliebtes Auto hat, dann schaut den Daumen im linken unteren Liebesloch durch. Wie bitte? Und wenn ihr den Kanal nicht abonniert habt...